willkommen, meine lieben Estrich-Freunde da draußen. So oft jeder hat sich schon einmal die Frage gestellt, gibt es ein Leben nach dem Tode oder werden wir wiedergeboren? Nun gibt es wirklich Menschen, die in der Lage sind, plötzlich über eine Geschichte zu erzählen, die ein bisschen sehr kurios erscheint. Und zwar Geschichten von einem Vorleben. So gibt es Menschen, die von sich aus behaupten, schon einmal gelebt zu haben, weil sie urplötzlich eine Erinnerung haben von irgendeinem Ort oder von jemandem, den sie mal kannten, in einem ganz früheren Leben zum Beispiel. Und dann muss man sich da doch innerlich fragen, ist das reine Einbildung oder nur reine Fantasie eines Menschen? Aber woher kommen dann diese Erinnerungen? Besonders sind es solche Erinnerungen von Menschen, die der Meinung sind, das alles schon einmal durcherlebt zu haben, und zwar in einem früheren Leben. Und wenn man diesen Dingen nachgeht, ein bisschen nachforscht und man diese Orte aufsucht, von denen man die gewissen Erinnerungen hat, dann wird es schon merkwürdig. Diese Menschen können sich erinnern an Familienangehörige, Verwandten, an die Umgebung, in der sie einst lebten und so weiter. Natürlich kann man heute der Behauptung sein, all dies hat man vielleicht irgendwie im Unterbewusstsein irgendwo aufgegraben, sei es im Internet, im Fernsehen oder sonst wo. Besonders interessant wird das Ganze, wenn kleine Kinder plötzlich Erinnerungen haben von einem früheren Leben. Und so gibt es eine Geschichte aus Indien, und zwar von einem kleinen Jungen, der durch seine Erinnerung einen Mörder entlarven konnte. Im Dezember des Jahres 1983 wurde in einem Dorf in der Nähe von Agra ein Junge mit dem Namen Tito Singh geboren. Mit 4 Jahren begann er zu behaupten, dass er Sureswarma heiße, dass seine Frau Uma mit seinen 2 Kindern in Agra wohne und dass sie dort ein Geschäft hätten. Er bat seine jetzigen Eltern, die er als solche ablehnte, ihn nach Hause zurückzubringen. Er erzählte auch, dass er von 2 Männern ermordet worden sei. Er konnte sich genau erinnern, was passiert war. Er sei eines Tages mit seinem Auto nach Hause gekommen und habe gehupt, damit seine Frau das Tor öffnete. Dann kamen plötzlich 2 Männer auf ihn zugerannt und schossen auf ihn. Eine Kugel habe ihn am Kopf getroffen. Er nannte auch die Namen der beiden Männer. Derjenige, der ihn mit der Pistole erschossen hatte, sei der Geschäftsmann Sadiq Johadin gewesen. Die ganze Familie Singh war empört über dieses penetrante Verhalten ihres Sohnes, der immer wieder behauptete, Sures zu heißen und nach Agra gebracht zu werden. Ditus älterer Bruder erkundigte sich bei einem Aufenthalt in Agra danach, ob es wirklich ein Geschäft mit dem von seinem jüngeren Bruder bezeichneten Namen gab und entdeckte tatsächlich ein Geschäft mit dem Namen Sures Shop. Er ging in diesen Laden und erkundigte sich nach einem Sureswarma. Man teilte ihm mit, dass der Ladenbesitzer vor einigen Jahren verstorben sei. Von Uma Verma, der Witwe, erfuhr er dann, dass ihr Mann, als er eines Tages mit dem Auto zurückkehrte, vor dem Haus erschossen worden war. Sie konnten ihm allerdings nicht sagen, von wem, da dieser Mord bislang unaufgeklärt geblieben war. Titus Bruder offenbarte nun dieser Frau, dass sein kleiner Bruder behauptete, ihr verstorbener Mann zu sein, und er berichtet ihr, was Tito ihnen zu Hause alles erzählt hatte. Die Witwe von Sures wollte diesen Jungen nun selbst aufsuchen. Sie erzählte die Begebenheiten in ihrer Familie und nun entschlossen sich auch die Eltern von Sures und seine 3 Brüdern mitzukommen. Als Tito seine Eltern und seine Frau sah, lief er erfreut auf sie zu und umarmte sie. Anschließend schlug er mit der flachen Hand auf einen Hocker, wie er Sures als Kind immer getan hatte, um seiner Freude Ausdruck zu geben. Man beschloss nun,
dito mit der Erlaubnis seiner jetzigen Eltern mit nach Agra zu nehmen, um vor Ort seine Erinnerungen an sein früheres Leben zu überprüfen. Dort angekommen wollten die Brüder, dass er ihnen den Weg zu jenem Geschäft zeigen solle. Sie versuchten mehrmals, ihn vom Weg abzubringen, doch der Vierjährige ließ sich nicht beirren. Selbst als sie kurz vor dem Geschäft den Fahrer baten, schneller zu fahren, schrie der Junge plötzlich: "Stopp, hier ist mein Laden." Die Familie von Sures war nun vollkommen davon überzeugt, dass es sich um den ermordeten Sures handeln musste. Als Professor Kada von der Universität in Delhi von diesem Vorfall hörte, interessierte er sich gleich für diesen Fall. Er begab sich zu Uma, der Witwe von Sures, und fragte sie, was sie denn am meisten davon überzeugt habe, dass es sich bei diesem Jungen um die Wiedergeburt ihres verstorbenen Mannes handelte. Sie beschrieb ihm nun eine Begebenheit, an die sich Dito ganz genau erinnern konnte, eine Begebenheit, von der nur ihr Mann und sie etwas gewusst hatten. Denn Dito erinnerte sich bei dem Picknick daran, dass er ihr damals bei einem ähnlichen Ausflug eine große Tüte mit Süßigkeiten geschenkt hatte. Professor Cutter hatte wohl seinem Kollegen Professor Stevenson über diesen Fall berichtet, denn dieser sandte nun von der Universität in Virginia eine seiner Mitarbeiterinnen, Antonia Miles, nach Agra, um mit Professor Cutter vor Ort zu recherchieren. Sie wollten vornehmlich feststellen, ob nicht irgendein Betrug vorliegen könne, ob also Dito im Vorfeld etwas über jenen Mordfall gehört haben könnte. Aber all ihre Recherchen bestätigten, dass es sich hierbei um einen authentischen Fall von Reinkarnation handelte. Natürlich untersuchen sie auch den Kopf von Dito, um festzustellen, ob von dem damaligen Einschuss noch irgendwelche Narben mit in dieses Leben hineingeboren worden waren. Und tatsächlich, sie entdeckten auf der rechten Seite, an welche bei Sures die tödliche Kugel eingedrungen war, eine Delle, die genau einer Einschusswunde entsprach. Auf der anderen Seite des Kopfes, wo jene Kugel wieder herausgekommen war, entdeckten sie dagegen ein sternförmiges Mal, ähnlich wie die Wunde, die eine aus dem Körper wieder austretende Kugel reißt. Dito hatte zudem ja den Namen seines Mörders genannt. Als die Polizei von Agra diesen daraufhin zur Rede stellte, gestand er den damaligen Mord. Meine liebe Community da draußen, dies könnte vielleicht doch ein kleiner Beweis dafür sein, dass es nach dem Ableben doch irgendwie weitergeht. Zumindest, dass man vielleicht auch wiedergeboren wird. Es kann aber auch durchaus sein, wenn wir in unserem früheren Leben durch einen grausamen Tod ums Leben gekommen sind, sei es durch einen Mord oder sonst irgendetwas, lass sich vielleicht sogar die Narben in unser Leben widerspiegeln. Vielleicht habt ihr selber schon irgendwelche Merkmale an eurem Körper festgestellt, die ihr seit eurer Geburt an habt. Dann könnte dies durchaus vielleicht auch ein Hinweis sein zu einem früheren Leben, was ihr einst geführt habt. Zum Beispiel sind es Narben, Muttermal, was auch immer, oder irgendwelche Beulen, die ihr vielleicht schon seit der Geburt an habt, dann könnte das ein Hinweis darauf hin sein, dass ihr vielleicht in einem früheren Leben ermordet worden seid oder ihr hattet irgendeinen schrecklichen Unfall, was auch immer. Man nennt sie auch die Merkmale eines früheren Lebens. Also betrachtet euch einmal genau und vielleicht findet ihr auch an eurem Körper irgendwelche seltsame Merkmäler, die ihr schon seit Geburt an anhabt. In der nächsten erlebten Geschichte geht es um ein Wiedersehen mit einem Bruder aus seinem früheren Leben. Das Ganze wird von Lisitschka vorgetragen. Das Wiedersehen mit dem Bruder aus einem früheren Leben. Der Arzt Dr. Alan Himes hatte schon als Junge Wiederholungsträume, in welchen er sich in einer Wüste erblickte. Er, wie auch die anderen Menschen, war in die Kleidung der Wüstenbewohner gehüllt. Diese Träume endeten meistens damit, dass er, wie es ihm schien, im Sand versank, während er noch eine Frauenstimme rufen hörte: "Suleiman,
Doch bevor er starb, wachte er irritiert und wahrscheinlich schweißgebadet auf. Diese Träume wiederholten sich bei dem Jungen sehr häufig. Er wusste noch nicht einmal, was Suleiman bedeuten konnte. War es eine Person? Ein Ort? Oder bezeichnete es irgendetwas anderes? Neben seinem Medizinstudium studierte er Archäologie des Mittleren Orients und wurde immer mehr in den Bann der Pyramidologie gezogen. Er hatte späterhin auf Reisen den Mittleren Orient besucht, doch noch nie war es ihm gelungen, Ägypten, seinem Reisewunschland, einen Besuch abzustatten. Als sein 40. Geburtstag gefeiert wurde, bestand das Geschenk seiner Ehefrau Judith darin, ihm eine Ägyptenreise zu spendieren. Zusammen reisten sie los. Als sie während einer Nilschifffahrt in der Stadt Edfu Hand in Hand durch die engen Straßen spazierten, fühlten beide, dass ihnen alles so unglaublich vertraut vorkam. Judith glaubte, die Sprache der Leute auf einmal verstehen zu können. Und als sie schließlich die Tempelanlagen von Luxor durchschritten, meinte Ellen, dass der ägyptische Touristenführer genau so aussehe wie eine der Personen, die er in seinen Träumen immer wieder gesehen hatte. Er vertraute ihr auch an, dass jener und er sich in einem früheren Leben vor über 1000 Jahren befunden hatten und dass dieser Mann damals sein Bruder gewesen sei. Ihr Vater war damals ein Schreiber gewesen und in seinen Träumen habe jener Bruder Aran geheißen. Er sei der Ältere von ihnen gewesen. Und dann passierte Folgendes. Als jener Touristenführer bei seinem Vortrag seine Blicke zu Ellen gleiten ließ, hielt er plötzlich mitten im Satz inne und schaute unentwegt und wie hypnotisiert in die Augen von Judiths Mann. Alle Augen der Anwesenden blickten nun auch auf jenen Amerikaner, der den Vortragenden anscheinend aus dem Konzept gebracht hatte. Ellen, der sich irritiert fühlte, zog nun seine Frau aus jener Gruppe heraus und beide begaben sich im Taxi zurück zu ihrem Nilschiff. Doch er konnte nicht aufhören, über sein Leben damals in Ägypten zu sprechen. Am Abend erhielten sie von der Schiffsrezeption einen Anruf, dass für sie ein Gast bei ihr warte. Als beide zur Rezeption kamen, erhob sich ein Mann von seinem Sitz und kam auf sie zu. Es war jener ägyptische Touristenführer. Ellen wurde ganz bleich, wie Judith bemerkte. Doch der Ägypter streckte nun seine Rechte aus und stellte sich beim Händeschütteln als E-Mail vor. Er habe, wie er sagte, Wichtiges mit ihnen zu besprechen. Wie er weiterhin ausführte, sei er zwar kein koptischer Christ, jedoch glaubte er, schon viele Male auf Erden gewesen zu sein. In seiner Jugend wurde er schon von sehr heftigen Träumen heimgesucht, die ihm Erlebnisse aus früheren Leben widerspiegelten. Heute, als ich während der Tempelbesichtigung in Ellens Augen schaute, wusste ich, dass wir schon mal einmal miteinander verwandt waren. Ich weiß, dass wir vor etwa 1000 Jahren in Edfu gelebt haben. Ellen begann, sich die Fakten, die E-Mail weiter aus einem gemeinsamen Leben angab, auf der Rückseite eines Briefumschlages zu notieren. Auch Judith sei damals ein Familienmitglied geworden, als sie den damaligen Ellen geheiratet hätte. Und nach der Hochzeit seien beide nach Luxor gezogen. Ellen fragte ihn nun, welchem Beruf er nachgekommen sei. E-Mail führte daraufhin aus, dass Ellen damals ein Schreiber wie der Vater wurde, während er, als der Älteste, dem dieser Beruf nach der Tradition des Hauses eigentlich zugestanden hätte, einen anderen erlernen musste, da seine rechte Hand verkrüppelt war und so sich nicht zum Schreiben eignete. Ellens Aufgabe war es damals auch, die abgelieferten Säcke mit Weizen zu zählen, zu sortieren und sie in die Kornspeicher bringen zu lassen. Dort sei es auch geschehen, dass er in das Korn fiel und darin versackte,
sodass man ihn nur noch tot daraus bergen konnte. Und Ellen, der immer angenommen hatte, er sei früher im Sand versunken, sich aber keinen Reim drauf machen konnte, erfuhr nun, worin er wirklich versunken war. Weiterhin berichtete ihm mal, dass er ihn mit der damaligen Tulis zu diesem Kornspeicher begleitet hätte. Und dann, als jener dort hineinfiel, habe seine Frau einen furchtbaren Schrei ausgestoßen und seinen Namen, nämlich Suleiman, gerufen. Ellen hatte sich inzwischen gesetzt. Jetzt erfuhr er, wer in seinen Träumen damals den Namen Suleiman gerufen hatte, der ihn dann jeweils aus diesem Traum zurückholte. Es war seine damalige Frau gewesen, die er in diesem Leben wieder geheiratet hatte. Judith und Ellen sind seitdem Freunde von Imal und sie haben ihn in den folgenden Jahren öfter besucht. Meine liebe Community da draußen, ihr seht also, es gibt definitiv Menschen, die sich an ein früheres Leben sich erinnern können. Wäre das Ganze vielleicht nur eine reine Einbildung, dann würde es hier wahrscheinlich keine Fakten geben. Aber durch die vielfältige Recherche hat man herausgefunden, dass diese Menschen definitiv auch die Wahrheit erzählen. Also ist das nicht irgendwie von der Luft gegriffen, wie man so schön sagt, sondern es gibt wirkliche Verbindungen zu einem früheren Leben. Besonders emotionell wird das Ganze, wenn sich diese Erinnerung bewahrheitet und man Menschen wieder trifft, die man in einem früheren Leben gekannt hat. Ja, meine lieben Mystery-Freunde, somit sind wir eigentlich schon wieder am Ende angekommen. Und vielleicht habt ihr ja auch so ähnliche Erinnerungen von einem früheren Leben. Dann könnt ihr diese auch gerne, wenn ihr möchtet, in die Kommentare erwähnen. Und ich sage auf meiner Stelle her, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.